So, gucken wir mal. Wo sind denn die Busse eigentlich schon? Also zumindest der Aufbau sieht schon mal sehr interessant aus. Ach, da hinten sind die Busse. Die sind alle da drüben unterwegs. Einer ist schon fast voll. Und ich denke mal, das Angebot wird doch schon weitestreichend genutzt. Nur für eine Straßenbahn brauchen wir 200.000. Und ich denke mal, da müssen wir ein bisschen warten. Meine Schuhe. Müsste ich auch mal wiederfinden. So, ich höre noch was. Ich hätte fast das Kabel rausgezogen, hätte ich nichts gehört. Ansonsten können wir, glaube ich, derzeit nichts anderes machen, als weiterhin Busse für die erste Linie zu kaufen. Weil hier warten ja auch mal wieder ein paar Gäste. Und ich denke mal, da können wir erstmal vorerst nur ein paar billige Busse kaufen. Kaufen wir noch zwei hinzu. So, wie sieht's denn derzeit aus? 2%. Und was haben wir sonst so? Wir haben einen negativen Firmenwert. Rentiert sich noch nicht ganz. 33%ige Flächendeckung. Das schon zu Beginn. 2% schon mal für die Schule, minus 1% Verkehr. Na, mal gucken. Auf jeden Fall das Innerste von der Stadt nutzen wir noch überhaupt nicht. Deshalb ist ja erstmal alles die äußerliche Linie. Aber wir können auch die gesamte Innenstadt mal später dann mitnehmen. Mal gucken, wo können wir die eigentlich hinfahren lassen? Die können ja dann eigentlich ja auf Linie 1 umsteigen. Ah, wir sind schon in den negativen Zahlen. Dann müssen wir jetzt sofort Geld reinkriegen. Mal gucken, ob das ein guter Beginn war. Wir wollen schon ein paar einsteigen. Also, derzeit nutzen noch nicht viele das Angebot. Jetzt haben wir wieder 1500. Ne, voluminöse Busse brauchen wir derzeit noch gar nicht. Aber ein paar Haltestellen würde ich schon mal gerne bauen. Mal gucken, wie wir das hier anstellen könnten, weil wir erreichen einige hintere Häuser nicht. Mal gucken. Wir könnten von der Fabrik hier hinten anfangen. Oder von hier beginnen? Das macht sich, glaube ich, sinnvoller. Dann macht er hier noch eine. Dann nehmen wir noch ein paar Wohnhäuser mit. Nimmt er hier welche mit? Und dann die hier noch. Genau. So. Da wird ein Schuh draus. Und dann erreichen die auch die Schule hier hinten. Ups. Ach so, wir können uns keine weitere Haltestelle mehr leisten. Wir sind ja jetzt eh im Minus. Ha, müssen wir ein bisschen warten, bevor wir eine neue Linie planen können. Das ist das erste Mal, dass wir da ein bisschen warten müssen. Da wird es noch ein bisschen länger dauern, bis wir da eine Straßenbahn bauen können. Wie gesagt, Kredit können wir gar nicht, überhaupt nicht aufnehmen. Wer weiß, ob sich das hier überhaupt lohnen wird. Jetzt haben wir wieder 3000. Dann können wir jetzt hier eine Haltestelle bauen. Die könnte doch eigentlich, die Buslinie könnte doch hier überall langfahren. In der Stadt vorbei. Nimmt's hier noch ein bisschen was mit. Und dann fährt's hier rum, genau.
Ja, dann fängt es wieder von da vorne an. Okay. So kann man das machen. So, von hier vorne wollten wir beginnen. So, ja. Dann hier rum. Dann hier, genau. Die ganze Strecke lang. Doch wenigstens. Nein, 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 nein. Eine komplette gerade Strecke wollte ich. Mehr nicht. So fährt sie hier vorbei und dann hier an den ganzen Haltestellen vorbei. Ich hoffe, die Linie kommt da nicht auf dumme Gedanken und hier irgendwo anders hinzufahren. Hier gibt es ja nur einen einzigen Weg und hier am Ende so. Nehmen wir wieder 17 Haltestellen mit. Und ich denke mal, dafür müssten wir jetzt andere Busse einsetzen, nämlich die von Linie 1. Holen wir mal zwei raus oder drei. Ja, holen wir mal drei raus. Weil die Linie macht derzeit ein paar kleine Verluste. Das ist nicht gut. Aber wir sind ja derzeit überpünktlich. Oder ich müsste eigentlich mal die Schienen abbauen und dann mal für was anderes einrichten. Weil hier stehen schon mehr Leute für die eine Linie an. Aber haben wir hier nicht Abrisskosten? Stimmt, wir haben ja Abrisskosten. Müssen wir das Ganze nochmal von vorne beginnen. Ne, ich glaube, die Karte fange ich nochmal von vorne an. Immerhin 1% nutzen das schon mal, um zu Kaufhäusern zu fahren. Aber ich glaube, das von Anfang an mit Straßenbahnschienen zu deponieren, ist eine schlechte Idee. Man sieht ja, wir haben kein Geld und wir können keinen Kredit aufnehmen. Das ist eigentlich total bescheuert. Müssten wir einfach mal gucken in der nächsten Aufnahme. Okay, hier sind schon ein paar mehr Leute, die dafür anstehen. Nee, das Geld kriegen wir nicht rein, verdammte Scheiße. Na, mal gucken, die Map können wir nochmal probieren in der nächsten Aufnahme. Bis dahin werden wir doch erstmal keine Straßenbahn zu sehen bekommen. Ja, unser Firmenwert ist sogar auf Minuswert. Aber im 4% nutzen das schon mal für die Schule. Unser Image ist ganz gut. Aber wir schreiben negative Zahlen. Das ist doof. Flächendeckung 60%. Hui. Müssen wir ein bisschen die Preise erhöhen. Und das ist doch schon eine etwas größere Map, wie man sieht. Da gibt es schon ein paar mehr Sachen, die man hier abdecken könnte. Wir sind am Ablusen. Na, schon fast voller Bus. Ja. Was haben wir denn sonst noch so alles für Gebäude? Das ist tatsächlich hier eine Fabrik.
immer ein paar nutzen Linie 2. Eine Textilindustrie. Maschinenfabrik und eine Großbäckerei. Das sind alles hier Industriegebiet. Und hier sind Wohnhäuser. Zwei Büroangestellte und ein Schüler. Man könnte jetzt diskutieren. Für die Schule nutzen die tatsächlich den Bus. Zur Arbeit, PKW, war keine Alternative bekannt ist. Bus? Weil nichts anderes möglich ist, zu Freizeitangelegenheiten zu fahren, kann man doch auch mit dem Bus. Und da reicht doch mit dem Bus. Erreicht man überhaupt das Krankenhaus da? Keine Ahnung. Und man erreicht das Museum für moderne Kunst. Ja. Oder hier, Veranstaltungshalle, erreicht man super mit der Linie 1. Da kann man doch umsteigen. Man kann sich doch vielleicht über dieses Internet, was man 2000 noch nicht so wirklich kannte, informieren. Ich meine, die sehen ja aus, als ob die sich sowas leisten könnten. Die haben immer ein eigenes Haus. Dieses Internet. Oder dieses sogenannte DSL. Gab es ja auch, glaube ich, schon zu der Zeit. Wir gehen ja immer mehr an die Miesen. Ist nicht gut. Ich frage mich, ob man cheaten kann. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh. Ich habe was verpasst. Verdammt. Na, mal gucken. Ich werde halt mal sofort hineinstürmen, wenn ich fertig bin. Was wollte ich denn noch? Stimmt, ich wollte mal gucken, ob es Cheats zu diesem Spiel gibt, damit wir ein bisschen was zu lachen haben. Ich mag diese Touchscreen-Tastaturen überhaupt nicht. Also einige haben schon mal danach gesucht, es scheint auch irgendwelche zu geben. Sogar von der Seite eines Bekannten. Nur den sollte man mal sagen, dass die Werbung nervt. Es gibt Trainer, es gibt einen Patch, es gibt Lösungen, es gibt Textcheats, aber... Ja, man kann da bei den Dateien ein bisschen was modifizieren. In-game kann man aber leider nichts machen. So, minus 36.000, super, hey, das ist ein super Beginn, also... Naja. Dafür haben wir die andere Map geschafft, das ist ja immerhin etwas... Ein paar Schüler wollen natürlich nicht zur Tanke. 10 Beschäftigte nutzen natürlich den PKW. Warum brauchen die 10 eigentlich? Bauen die da so viele Mitarbeiter? Bauen die da sogar einen Tankwärter oder was? Tankwärter zu der Zeit. Alter Schwede. 3 Büroangestellte, 5 Hausfrauen. Aber stimmt, fürs Entfernen von Schienen kriegt man ja leider kein Geld. Das unterscheidet sich deutlich von, Transport Tycoon. So, mal gucken, wie viel Geld man reinkriegt, wenn man jetzt die ganzen Passagiere hier abholt. Und das Auto ist ja gerade ganz plötzlich gespawnt. Wie schnell die drehen können, die haben ja so einen coolen Wendekreis. Selbst der Bus hier hat einen super Wendekreis. Ist voll gut. So, ja, die nutzen alle PKW, 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 Linie, PKW, weil der Zustand der Busse etc. eine Schweinerei ist. Ja. Was Besseres kriegen wir nicht, was Besseres können wir uns nicht leisten. Müssen die halt selber damit klarkommen, ich speichere das jetzt nicht, dass ihr habt aber eine Macke. Aber ist schon mal gut, dass man das speichern kann. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Also, wir können ja dann nochmal die Kampagne später weiterspielen. Was war das nochmal? Finkerleiten. Da haben wir eine neue Herausforderung. Ich würde einfach mal sagen, das nächste Mal fangen wir nur mit Bussen an. Wir machen dann nichts anderes als erstmal nur Busse. Wenn wir das Geld haben, machen wir auch Straßenbahnschienen. Immerhin haben wir das bei einer anderen Karte. Wollten wir das ja auch versuchen, aber sind daran gescheitert, dass das noch nicht ging.
Adnang-Puchheim. Alter, was ist denn das für ein Ort? Mann, 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 was da noch alles vor uns steht. Je nachdem, ob ihr das noch gucken wollt, ich würde dann einfach mal sagen, beende ich erstmal diese Aufnahme und dann gucken wir einfach mal bei der nächsten Map nochmal, ob wir das vielleicht ohne Miese schaffen könnten. Bis dahin sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal, euer Kepo, tschüssi.